Derzeit sorgt ein Video der Techniker-Krankenkasse für Wirbel im Netz. Der Grund? Der Clip erinnert an den Look eines Porno-Videos und löst damit eine Sexismus-Debatte aus. Das liegt vor allem an der Beteiligung der Pornodarstellerin Annie Aurora. In dem Clip geht es um das Thema Früherkennung bei Hodenkrebs. Das Video startet damit, dass sich ein junger Mann und die Pornodarstellerin immer näher kommen und sich schließlich küssen. In einem sehr intimen Moment unterbricht das Video dann und in einer neuen Szene erklärt Annie Aurora, wie Männer ihre Hoden abtasten. Ein User auf Twitter empfindet das Video jedoch weniger als lehrreich, sondern als ein Angriff auf Männer. Eine Frau erklärt in einem Lehrvideo der Techniker-Krankenkasse die Vorsorge von Hodenkrebs. Das Video offenbart, wie wenig wir Männern zutrauen. Doch es gibt nicht nur negative Stimmen zum Video. Das ist so ein wichtiges Thema und dann ist das Feedback so negativ, I don't understand. Zu Deutsch, das verstehe ich nicht.